Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Zu Beginn der besinnlichen Weihnachtszeit lädt die Galerie Teterow zur Ausstellung Kunstwinter ein. Es erwarten Sie bezaubernde Stillleben, aber auch Schmuck, Bücher und Werke aus Keramik kommen auf den rotsamtenen Gabentisch. Zudem steuert die Orangerie Heiligendamm auch klassische Werke von zum Beispiel Pablo Picasso und Otto Dix bei. Der Kunstwinter beginnt am 2. November und ist bis Anfang Januar 2020 in der Galerie des Kunstvereins Teterow zu bestaunen. Songs, Poems and Stars. So der Name des zweiten Studioalbums und der gleichnamigen Tour von Sängerin und Komponistin Silvia Mehnert, alias Miss Rockstar. Nun kommt das musikalische Talent in die Landeshauptstadt Schwerin. Am 1. November erwartet sie im Werk 3 Klangwert Schwerin eine musikalische und poetische Darbietung, die sie garantiert nicht so schnell vergessen werden. Tickets erhalten Sie in der Touristinfo Schwerin. Zauberhaft wird es im Kornhaus Bad Doberan. Am Montag, 4. November, wird sie das Kindertheater aus Kamin für ca. 50 Minuten in die märchenhafte Welt Dornröschens entführen. Dabei wird die Geschichte auf eine ganz eigene Art und Weise interpretiert und dargeboten. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Ein Spaß für Groß und Klein und definitiv das Richtige, um in Stimmung für die bevorstehende Weihnachtszeit zu kommen. Anlässlich des 600-jährigen Jubiläums der Universität Rostock wird am 2. November die extra für das Jubiläum komponierte Oper Dead End for Cornelius R. uraufgeführt. Die Komposition steht unter der Leitung der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Die Geschichte handelt von einem sensiblen jungen Studenten, dessen Leben sich in einer Sackgasse verläuft. Die musikalische Reise des Studenten wird im November ganze 7-mal im Katharinensaal der Hochschule für Musik und Theater aufgeführt. Der Eintrittspreis liegt bei 17 Euro, ermäßigt 9,30 Euro. Der Rostocker Zoo hüllt sich in ein Lichterkleid. Am 30. Oktober lädt sie der Rostocker Zoo zum Lampionfest ein. Ab 17 Uhr führen sie Leierkastenmann Charlie und die Märchenfee vom Eingang Barnsdorfer Ring durch den Zoo. Auch bei der abendlichen Seebärenfütterung kann auch mal auf den Teller geschaut werden. Erwachsene können den bunten Abend für 8 Euro erleben und Kinder für nur 5 Euro. Verkleiden ist auf jeden Fall erwünscht. Du liebst zauberhafte Elfen? Du träumst von majestätischen Drachen? Der Drache! Er hat die Pflanzen geheilt! Und du bist bereit für ein großes magisches Abenteuer. Piu? Was sind das für komische Laute? Entschuldigung, eure Hoheiten? Nubur möchte aus seiner Schale heraus. Nein! Wenn das Erste, was ein Drache sieht, nicht seine Eltern sind, dann kann seine Magie schwinden. Basierend auf den beliebten Figuren von Schleich. In 4 Tagen veranstalten wir ein Drachenfest. Willkommen in der Welt deiner Träume. Vera und Marven bringen Nugur zum Drachengipfel. Willkommen in Bayala. Und wird auch getanzt? Ja. Mit den Stimmen von Josephine Preuß. Wir müssen weiter, und zwar jetzt. Und Ross Anthony. Es klingt, das hatte der alles unter Kontrolle. Es ist ein Neuanfang für ganz Bayala. Bayala, das magische Elfenabenteuer. Lang lebe die Königin der Sonnenelfen. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen.